Willkommen zum dritten Teil, in dem es um die eigentliche Geburt des analytischen Kalküls bei Newton und Leibniz gehen soll. Zuvor aber noch ein paar Worte zu Isaac Barrow, einem der Lehrer von Isaac Newton. Barrow wurde zunächst 1659 Professor für Griechisch am Trinity College in Cambridge. Lieber wäre er Mathematikprofessor geworden, was ihm dann 1662 am Gresham College auch gelang. Im Jahr 1662 wird auch die heute altehrwürdige Royal Society gegründet. Das ist eine der ersten wissenschaftlichen Gesellschaften. Davon werden viele in diesem Zeitraum gegründet. Und zu dieser wissenschaftlichen Gesellschaft haben später eben auch Newton und auch Leibniz gehört. Barrow ist ab 1663 einer der ersten Fellows dieser Royal Society. Allerdings dann 6 Jahre später im Alter von 39 Jahren geht er quasi schon in Rente, ja. Er übergibt seinen Lehrstuhl am Gresham College an seinen Schüler Isaac Newton. Ja, wie sieht das mit der Ableitung bei Barrow aus? Da gibt es diese Lectiones Geometricae, wo das drin veröffentlicht ist, aber die Vorstellung ist älter und über die hat er halt auch mit dem Newton geredet. Ich glaube, ich bin viel zu schnell heute. Hat er mit dem Newton geredet? Also infinitesimale Größen. Der stellt sich das Kontinuum beliebig teilbar vor. Deswegen steht da infinitesimal. Also der sagt jetzt, man kann das beliebig teilen, kleiner als jede Größe. So, und dann jetzt kann man mal trotzdem so denken, dass quasi ich mir die Zeit vorstelle aus Timelets oder Kurven aus Linelets. Das sind quasi unendlich kleine geraden Stücke. Die kann ich aber so kurz machen wie möglich. Da gibt es nicht irgendwann Atome oder so. Also keine indivisiblen Vorstellungen wie beim Cavalieri. So. Gut. So, und jetzt betrachtet er zwei infinitesimal benachbarte Punkte. Schwere Worte sind das. So. Und jetzt haben wir wieder den Mist, dass wir immer an Kurven denken müssen. Ist aber nicht so schwer. Also Sie können ja aus jeder Funktion y gleich f von x, die Sie so kennen, einfach dadurch, dass Sie das f von x auf dieselbe Seite schreiben wie das y, dann steht auf der anderen Seite eine 0, dann haben Sie eine implizite Funktion da stehen. So. Und bei Kurven fällt halt noch mehr drunter. Zum Beispiel können Sie auch schreiben, x² plus y² minus r² ist gleich 0. Wie nennt man das üblicherweise? Ein Kreis, ne? X² plus Y² ist gleich R² wäre ein Kreis, schreiben Sie das auf die andere Seite. Oder bei den ganzen Kegelschnitten. Und da gibt es auch noch das Descartesche Blatt und so. Da kommen dann noch Potenzen von 3 dazu. Also das ist aber nicht viel anders. Wir können jetzt immer unsere Funktionen da auch drunter denken. So, und jetzt sagt er, für zwei infinitesimal benachbarte Punkte muss wieder gelten, dass die Kurvenpunkte, die sind ja unendlich nah beieinander. Also ist im Wesentlichen ist das sozusagen gleich. Also f von x plus e plus y plus a gleich 0. Und alle auftretenden, die da irgendwie auftretenden, e hoch n und a hoch n, wo das n größer als 1 ist, werden zu 0, sagt er jetzt. Also wenn das e noch in einfacher Potenz darstellt, dann ist das unendlich klein. Aber wenn ich das dann noch quadriere oder sogar hoch 3 nehme, dann ist das ja unendlich mal unendlich klein. Also dann kann ich es aber auf jeden Fall weglassen und sagen, das ist eigentlich 0. Und damit kann man jetzt schon sehr erfolgreich differenzieren. Ich hab jetzt immer für uns ganz einfache Beispiele genommen. Also so x² und x hoch 3, wo wir selber schon wissen, wie man da die Ableitung bestimmt, weil man erkennt das Prinzip daran eigentlich genauso. So, also wir schreiben jetzt einfach hin, die Normalparabel wäre in impliziter Darstellung y minus x² ist gleich 0. Also die Normalparabel, die andere wäre halt y², ne? Aber ist ja egal. So, was macht man jetzt? Jetzt sagt man, y geht über in y plus a und x geht über in x plus e. Jetzt kann ich da die Klammern auflösen, zumindest dann, wenn ich hier noch ein Quadrat, na, da brauche ich kein Quadrat, wenn ich hier hinten weiß, dass da, wie das mit Binomen und so funktioniert. Man merkt dann auch, für die Polynomfunktion braucht man dann den binomischen Leersatz irgendwann. Und da war ja Newton auch groß dabei, beim binomischen Leersatz, was auch nicht verblüfft. Man braucht halt dann auch
nicht nur den binomischen Leersatz, sondern auch Sachen zur Binomialreihe und so, wenn man das auch für gebrochene Potenzen haben will. Das hat unter anderem auch noch der Newton gemacht. Aber bleiben wir mal hier. So, jetzt habe ich das hier stehen. Jetzt sage ich wieder, gemeinsame Terme kann ich unterdrücken. Es ist ja sowohl y minus x Quadrat gleich 0, als auch diese Wackelgeschichte hier ist gleich 0. So, und dann bleibt da übrig a minus 2ex mal a minus 2 mal e mal x plus das e Quadrat. Und jetzt komme ich halt daher und sage, naja, e Quadrat interessiert mich nicht besonders. Wenn das e schon infinitesimal klein ist, dann ist das e Quadrat aber erst recht infinitesimal klein. Das machen wir mal direkt weg. So, und jetzt schreibe ich das einfach auf die andere Seite und dann steht da, das Verhältnis von a zu e ist 2 mal x. Und wenn Sie jetzt noch mal in das Bild gucken, das Verhältnis von a zu e ist ja genau das Steigungsdreieck von dieser Tangente. Also ist das genau die Ableitung. Die Ableitung ist also 2 mal x an der Stelle x. So kann man das machen. Einfach die Sachen einsetzen, gemeinsame Terme unterdrücken, gegebenenfalls notfalls nochmal durch irgendwie A's oder E's teilen, wenn die in allen Dingen auftauchen und dann alle höheren Potenzen von E streichen. Das ist die erste Sache, die Sie sich merken müssen. Das kann als Klausuraufgabe vorkommen, dass ich Ihnen sage, also hier ist das kartesische Blatt. Nein, ich nehme hier eine andere leichte Funktion und sage, differenzieren Sie das mal so wie Barrow. So. Jetzt der Hauptsatz im Embryonalstadium hat irgendein englischer Mathematikhistoriker geschrieben. Den findet Barrow durch folgenden Trick. Oder also vermutet ihn, muss man eigentlich sagen. So ganz ist das noch nicht der Hauptsatz. Der macht das so. Also Sie müssen sich jetzt mal unten vorstellen, auch wenn das nach unten geschrieben ist, an sich ist das, was da unten abgebildet ist mit y gleich f von x, das ist eigentlich für den Barrow, ist das eine monoton wachsende Funktion. Also man darf da nur den quasi nur den Betrag ernst nehmen und nicht, dass das unterhalb der Achse liegt. So, und jetzt sagt er, oben drüber hätte ich jetzt mal gerne gemalt eine Funktion, die soll angeben die Fläche, die zwischen f und der Achse ist. Und jetzt suche ich mir einen Punkt t hier auf der Achse, so, dass für die x0-Koordinate gerade stimmt, dass das Verhältnis df zu de, also das Verhältnis Funktionswert zu Fläche unter der Funktion, genauso groß ist wie der Wert von x0. Das Verhältnis genauso groß ist wie x0. So, der wird hier eingezeichnet. So, und jetzt behauptet er, diese Gerade, die dabei entsteht, die ist dann eine Tangente an die Kurve, an diese Flächeninhaltskurve. So, das macht er so, dass er zunächst mal zeigt, was eigentlich ihre Steigung ist. Und wenn man sich das anschaut, also df ist ja genau der Wert der Fläche, wenn das jetzt wieder infinitesimal nah beieinander ist, und dt, ja, ist, na, warum ist dt, das war ja hier oben definiert als Fläche durch Funktionswert, und da kommt aber selber wieder der Funktionswert raus. Das heißt, die Tangente an die Flächenfunktion hat genau die Steigung, wie der Funktionswert ist. Das nennen Sie, glaube ich, normalerweise den Hauptsatz. Also sagt das dann noch ein bisschen anders, aber das ist eine mögliche Formulierung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Und der wird hier quasi geometrisch hergeleitet. So, jetzt Isaac Newton, ja, Studium an Trinity College in Cambridge, dann Fellowship, schon relativ jung, dann 1678 bis 1684, finde ich gut, Phase der Isolation und des Zweifels. Da haben ihm mal ein paar Leute haben ihm böse Sachen geschrieben zu Dingen und gesagt, ah, das glauben wir nicht so wichtig. Und dann hat er sich so ganz zurückgezogen und nur so rumgebrütet und quasi gar nichts mehr publiziert. Dann, um den Mann nicht verarmen zu lassen, ist der Chefbeamter der britischen Münze geworden. Ab 1703 wird er Präsident der Royal Society und dann 1715 auch zu Britta geschlagen, deswegen Sir Isaac Newton. Der hat schon früh dann auch Briefwechsel mit dem Leibniz gehabt, aber dann gibt es ja den sogenannten Prioritätsstreit. Also wer hat eigentlich die Analysis erfunden? So, der Leibniz oder der Newton, also oder den Kalkül,
wie das ja auch genannt wird. Bei Leibniz heißt das der Kalkül. Und Sie wissen ja auch, dass im Englischen das auch weiterhin Calculus heißt oder zumindest ein Teil der Analysis Infinitorum heißt Calculus. So, und da haben die sich auch übel mitgespielt. Der Leibniz, das steht dann später auf der Leibniz-Seite, ist dann irgendwie auch des Plagiats bezichtigt und verurteilt worden und so. Ja, und es war natürlich auch ein Streit zwischen irgendwie den dahinterstehenden Nationen und so, kommt da auch noch dazu. Man geht allerdings eher davon aus, dass die tatsächlich im Wesentlichen unabhängig voneinander zur selben Erfindung gekommen sind, obwohl man ja gerne sagt, dass zwei Leute ähnliche Erfindungen in ungefähr demselben Zeitraum machen, ist halt nicht so super wahrscheinlich, aber hier gibt es irgendwie, es gibt zwar Ähnlichkeiten, aber auch gewaltige Unterschiede in der Art, wie das bei Leibniz und Newton gedacht wird. So, bei Newton ist das sehr stark aus Bewegungen gedacht. Da hat man auch wieder dieses, erstmal redet der nicht über Funktionen, sondern über Kurven, also wieder dieses f von xy gleich 0. Und das wird quasi erzeugt durch die Bewegung eines Punktes, oder wenn Sie sich's geometrischer vorstellen wollen, es bewegt sich eigentlich nicht der Punkt, sondern Sie schieben halt eine in x-Richtung, schieben Sie eine Parallele, und in y-Richtung schieben Sie eine Parallele, und den Schnittpunkt beobachten Sie. Und die Geschwindigkeiten, mit denen Sie diese Geraden bewegen, die nennt der Newton Fluxionen, also die momentanen Geschwindigkeiten, die haben. Sie denken an die lokale Änderungsrate, die heißen halt Fluxionen, und die werden mit so einem Punkt über dem x oder y geschrieben, was sich in der Physik hartnäckig hält als Zeichen für Ableitung nach der Zeit, sich ansonsten aber nicht durchgesetzt hat als Schreibweise, sondern die dx, dy-Schreibweise, die auf Leibniz zurückgeht, hat sich halt durchgesetzt. Also in moderner Notation schaut er sich also an f von x, t, y, t und betrachtet diese partiellen Ableitungen dx, t und dy, t. So, und jetzt kommt wieder die Idee, die halt erlaubt, da Vereinfachung zu machen. Im unendlich Kleinen verhält sich jede Bewegung wie eine gleichförmige Bewegung. Also im Unendlichen ist eigentlich alles gerade. Also haben Sie eigentlich dieselbe Vorstellung im Prinzip wie beim Barrow. Die Kurve ist aus unendlich kleinen geraden Stücken zusammengesetzt. Oder die Bewegung in ganz kleinen Zeiteinheiten ist letzten Endes eine lineare. So, und jetzt betrachtet er die in unendlich kleinen Zeitintervallen, die nennt er auch Momente. Oh. So, also betrachten wir jetzt mal, wir sind schon älter geworden, wir nehmen jetzt nicht die Normalparabel, sondern y gleich x hoch 3, also die Kurve f von xy ist gleich y minus x hoch 3 gleich 0. Und ersetzen jetzt wieder x durch x plus x0 und y durch y. X plus X Fluxion, ja, mal O ist halt dieser Moment plus und Y plus Fluxion von Y mal Moment O. So, und jetzt sagen wir, da ergibt sich dann Y plus Y O minus X plus Y O hoch 3. Jetzt wird das wieder aufgelöst. Nun ist nach Voraussetzung y minus x hoch 3 ja auch gleich 0. Das kann man also streichen. Und die verbleibenden Terme werden durch das Moment dividiert. Ja, da kommt wieder die Stelle, wo man sagen darf, wäre ganz gut, wenn das Moment noch nicht 0 ist. Bleibt das hier übrig? Wenn da steht OO, also der hat halt die Potenzen nur geschrieben, wenn es sich gar nicht mehr ausgegangen ist. Aber da vorausgesetzt war, dass O unendlich klein ist, werden die Terme, die damit multipliziert sind, nichts sein in Anbetracht des Restes. Deswegen verschmähe ich sie. Und es bleibt Y-Fluxion minus 3x² mal x-Fluxion ist gleich 0. Und das kann man wieder umformen zu Y-Fluxion durch x-Fluxion ist gleich 3x². Und das wäre ja auch genau die Ableitung, wie Sie die kennen. Im Grunde genommen nicht viel anders als bei Fermat, nur diesmal viel mehr Begründung dahinter, nämlich dass der sich das denkt mit diesen momentan fließenden Größen und so. Solche Erklärungen gibt es beim Fermat eben gar nicht. Da gibt es quasi nur die Regel. So, was gibt es auch schon bei Newton?
den Hauptsatz. Also nehmen wir mal an, das, was Sie die Ableitung nennen, also das Verhältnis Y-Fluxion durch X-Fluxion ist gleich Q, sei bekannt. So, jetzt malen wir das als so eine Kurve auf und jetzt interessieren wir uns für die Fläche, die unter dieser Kurve entsteht. Und dann sagt der Dings wieder, naja, das ist ja quasi so, als schiebe ich da so eine Linie BC, die sich jetzt in der Länge verändert. Das hätte ich eigentlich mal mit GeoGebra machen sollen. Ja, das schiebt man hier jetzt so seitlich rüber. Ja, und wenn sich jetzt das X hier, also wenn ich sage, hier, ich bewege mich hier mit dem X mit einer Geschwindigkeit von 1, dann kommt mit jedem Moment, kommt sozusagen ja dann genau so eine Y-Linie dazu. Also ist die Summe über alle diese Qs ergibt das Y. Oder wenn Sie das modern hinschreiben, mit Leibnizscher Notation, das Integral über die Ableitung, also dy dx mal dx, ist genau, dx kürzt sich raus, das Integral über dy und das ist genau y im Intervall von, also eigentlich yb minus ya müsste man ja dann hinten schreiben, wenn man die Grenzen auch dran schreibt. Ja, und die Idee hat er auch hier, argumentiert das ja wieder mit so einem unendlich kleinen Rechteck, was da oben entsteht, was genau die Fläche y hat, wenn sich das Ding hier mit der Geschwindigkeit 1 bewegt. So, was schreibt denn der Newton so zum Infinitesimalen? Also wenn ich in der Folge Größen als aus kleinen Teilen bestehend betrachten oder statt gerader unendlich kleine, krumme Linien annehmen sollte, so wünsche ich, dass man darunter nicht unteilbare, sondern verschwindend kleine teilbare, nicht Summen und Verhältnisse bestimmter Teile, sondern die Grenzen der Summen und Verhältnisse verstehen möge. Jene letzten Verhältnisse, mit denen die Größen verschwinden, also wo aus dem unendlich Kleinen dann tatsächlich Null wird, sind in der Wirklichkeit nicht die Verhältnisse der letzten Größen, sondern denen die Grenzen, denen die Verhältnisse fortwährend abnehmender Größen sich beständig nähern und denen sie näher kommen, als jeder angebare Unterschied beträgt, welche sie jedoch niemals überschreiten und nicht früher erreichen können, als bis die Größen U ins Unendliche verkleinert sind. Das U ist ein Tippfehler. So, das kommt allerdings dann der Grenzwertvorstellung, die wir heute haben, schon verdammt nahe. Man sagt so, der Unterschied zu diesem tatsächlichen Verhältnis wird im Endlichen kleiner als jede vorgegebene Größe. Und deswegen sagen wir, im Unendlichen ist er genauso. Das ist ja genau die moderne Grenzwertvorstellung. Sie können ein Folgenglied angeben, in dem das sicher in einer beliebig kleinen Umgebung um den Grenzwert liegt. Dann sagen Sie, das ist dann auch der Grenzwert. Wenn das für eine Zahl geht, dass Sie zu jeder noch so kleinen Umgebung ein Folgenglied im Endlichen, was dann ja immer ein endliches Folgenglied, wenn was da drin liegt, dann sagen Sie, im Unendlichen ist das dann eigentlich der Wert. Und die Vorstellung ist hier im Prinzip an der Stelle auch schon angelegt. So, jetzt Leibniz. Studium ab 1661. Studium 1661 an der Universität Leipzig. Ja, 1666 promoviert, da haben die meisten von uns ihr Studium eher noch nicht abgeschlossen. In Philosophie und dann in Rechtswissenschaften. Was ganz lustig ist für die Promotion in Rechtswissenschaften, musste der dann irgendwie woanders hingehen, weil die in Leipzig gesagt haben, der ist noch zu jung, der kann hier noch nicht promovieren. Den Philosophen war das egal. Also, aber die Rechtswissenschaftler haben gesagt, der nimmt ja keiner ernst. Also der darf hier noch nicht promovieren. So, dann ab 1673, auch noch nicht wirklich alt, wird er dann externes Mitglied der Royal Society in England. Eine große Ehre. Ja, und gründet 1700, ist Mitbegründer der Berliner Akademie der Wissenschaften. Und da flammt dann auch so langsam dieser Prioritätsstreit mit dem Newton auf. Und 1712 wird er dann von der Royal Society verurteilt als Plagiator und stirbt in Gram 1716 in Hannover. Hat zwischendurch relativ viel gearbeitet für die Hannoveraner. Das habe ich scheinbar irgendwann rausgestrichen, weil es vom Platz nicht mehr geklappt hat, in so mechanische Probleme des Bergbaus und sowas. Da hat er auch relativ viel gemacht. So, bekannt auf jeden Fall für unendliche Reihen. Sie haben ja vielleicht auch mal das Leibniz-Kriterium für die Konvergenz einer Reihe lernen müssen.
Ja, das stammt auch wirklich von dem Leibniz, deswegen heißt das so. Aber wir gucken uns jetzt was anderes an. Die unendliche Summe der Kehrwerte der Dreieckszahlen. Dreieckszahlen hatten wir, glaube ich, schon mal bei den Griechen. Das ist genau die Summe der ersten n natürlichen Zahlen. Die heißt halt Dreieckszahlen, weil wenn man das so hinmalt, 1 plus 2, dann entsteht ein Dreieck. Malt man 3 daneben, entsteht auch wieder ein Dreieck. Mal 4 daneben, entsteht auch wieder ein schönes Dreieck und so weiter. So, und wenn man jetzt die Kehrwerte dieser Dreieckszahlen nimmt und die unendlich aufsummiert, da ist die Frage, was da rauskommt. Das war ein Problem, das dem Leibniz gestellt worden ist und das der gelöst hat durch einen genialen Trick. Nämlich, der hat jedes Glied, hat erkannt, dass jedes Glied die Form 2 durch n mal n plus 1 hat. Auf die Idee wären sie auch noch gekommen, weil wenn sie das umdrehen, ist das der erste Induktionsbeweis, den ihnen jeder zeigt, nämlich dass die Summe der ersten n natürlichen Zahlen n mal n plus 1 halbe ist. Und die Kehrwerte sind dann halt genau der Kehrwert davon. So, das passt. Und jetzt muss man noch das, jetzt kommt eigentlich die geniale Idee, dass man das umschreibt als Differenz. Das ist verdammt clever. 2 durch n minus 2 durch n plus 1. So mal eben kurz im Kopf checken, ne, ob das auch stimmt. Wenn Sie 2 durch n mit n plus 1 erweitern, dann steht oben 2 mal n plus 2. Und das hinten das 2 müssen Sie ja mit n erweitern, steht also minus 2n. Fällt das 2n genau weg, bleibt im Nenner 2 stehen. Das heißt, es stimmt, die Gleichung. Das war jetzt erzählte Mathematik. So, und jetzt kann ich jedes Folgenglied durch sowas ersetzen. Und das ist irgendwie witzig, weil wenn man sich das jetzt genau anschaut, da steht da 2 durch 1 minus 2 durch 2 plus 2 durch 2 minus 2 durch 3 plus 2. Also so, und die mittleren Glieder fallen immer genau weg. Also hier kommt, das geht jetzt hier weiter mit plus 2 Drittel, minus 2 Viertel und so weiter. Das fällt alles weg bei jeder Partialsumme, außer die beiden äußeren. Das heißt, jede Partialsumme, egal wie weit ich da gehe, ist 2 minus 2 durch n plus 1. So, und jetzt braucht man noch die Intuition, dass 2 durch n plus 1 für großes n ziemlich 0 wird. Dann kann man sagen, okay, der Wert der unendlichen Reihe ist 2. So. Und jetzt, das kann man sich nochmal allgemeiner überlegen, was man da eigentlich gemacht hat. Wenn Sie eine bestimmte unendliche Reihe gegeben haben und Sie können jeden Wert der zugehörigen Folge als Differenz benachbarter Glieder einer anderen Folge schreiben, dann gilt für die Partialsumme immer, dass das einfach das erste Folgenglied minus das letzte Partialsummenfolgenglied ist. Und wenn dann auch noch diese Folge, die Sie da gefunden haben, eine Nullfolge ist, dann konvergiert das auch einfach gegen das erste Folgenglied dieser Folge, die Sie gefunden haben. Um mal zu zeigen, dass das tatsächlich ein allgemeines Prinzip ist, hier ist das mal für die geometrische Reihe gemacht. Wenn Sie die geometrische Reihe haben, 1 halb plus 1 Viertel plus 1 Achtel plus 1 durch 2n plus und dann immer noch so weiter bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dann können Sie das auch umschreiben, weil jedes, das Witzige ist ja, wenn Sie nehmen 1 halb minus 1 Viertel ist ja auch wieder ein Viertel, 1 Viertel minus 1 Achtel ist ja auch wieder ein Achtel. Das heißt, da steht einfach dieselbe Folge nochmal verrutscht um 1 da. Also können Sie tatsächlich jedes Folgenglied schreiben als 1 durch 2 hoch n minus 1 minus 1 durch 2 hoch n. Also schreiben Sie oben die Folge um als 1 durch 1. Ja, müssen 1 zurück. Ne? 1 halb können Sie schreiben als 1 minus 1 halb. Ne? 2 hoch n minus 1 ist 2 hoch 0. In dem Fall 1 durch 1 minus 1 durch 2. Plus 1 durch 2, minus 1 durch 4, plus 1 durch 4, minus 1 durch 8 und immer so weiter. Können Sie auch wieder sagen, naja, in der Mitte kürzt sich wunderbar alles raus, bleibt nur das erste und das letzte Folgenglied stehen. 1 durch 2 hoch n sieht auch ziemlich aus wie eine Nullfolge, wenn man da das n möglichst groß macht. Also kommt 1 raus, stimmt. Ist tatsächlich auch ein allgemeines Prinzip, was man benutzen kann. Ist halt nicht immer so leicht, das so umzuschreiben als so eine Differenz. Aber das hat halt den Leibniz irgendwie neugierig gemacht auf Differenzfolgen. Und jetzt kommt quasi der Hauptsatz im Diskreten. Führte Leibniz zur Beschäftigung mit Differenzfolgen und der Idee, dass vielleicht sowas wie Differenz nehmen und aufsummieren könnte sich irgendwie gegenseitig aufheben. Und das könnte ja dann im stetigen Fall bei Ableitung und Integral unter Umständen dasselbe sein. Also, Sie nehmen hier eine Folge, zum Beispiel n Quadrat oder die Folge n hoch 3. Und jetzt schauen Sie sich mal an, was sind eigentlich die Differenzen benachbarter Folgenglieder. So, bei n Quadrat
ne, wenn Sie ein bisschen scharf überlegen, das ist ja immer binomische Formel, also und dann die Quadrattherme, also der n-Quadratterm fällt aber weg, bleibt also 2n plus 1 übrig. Oder bei der Differenzfolge der Kubikzahlen bleibt übrig 3n Quadrat plus 3n plus 1. So, und jetzt kann man auch umgekehrt fragen, sagen wir mal, Sie suchen eine Folge, bei deren Differenzen genau n Quadrat rauskommt. Ja, dann sagen Sie, okay, nach dem, was ich schon so über Differenzfolgen weiß, muss das wohl irgendeine Kubikfolge sein. Ich sag mal, da muss irgendwas stehen mit r mal n hoch 3 plus s mal n Quadrat plus t mal n. Dann naheliegend, das so zu denken. So, jetzt weiß ich schon, okay, von n hoch 3 sind die Differenzfolgen so, von n Quadrat sind die Differenzfolgen so und wenn sie n haben, dann ist die Differenzfolge einfach 1. Und wenn Sie die natürlichen Zahlen immer weiter zählen, kommt immer 1 dazu. Und jetzt können Sie das auflösen und dann kriegen Sie die Faktoren raus. Dann sagt er, aha, und jetzt sieht man da diese Inversität, die da irgendwie drin steckt. Und das war so ein Anlass dafür zu überlegen, ob nicht das bei Ableitung und Integral dasselbe ist. So, wie sieht die Differenziation bei Leibniz aus? Da kommt das charakteristische Dreieck vorhin. Also der Trick ist immer, was uns ja so ein bisschen stört. Witzig ist in der Abbildung, dass das da von den Größenverhältnissen ganz falsch gezeichnet ist. Oder ich glaube, das hat dieser Herr Spalt sogar absichtlich so gemacht. Also erstmal, was er macht, das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Bei Leibniz ist halt die unabhängige Variable nach oben. Also die x gehen hoch und die y gehen zur Seite weg. Da sieht man, y sei gegeben irgendeine Parabel, y gleich x Quadrat durch a und die biegt jetzt halt falsch weg, als wir uns das denken. Da sollen wir uns jetzt mal nicht dran stören. Jetzt verändere ich x zu x plus dx. Das dx ist dieses Differential. Und das y zu dy, das ist auch wieder so ein kleines Stückchen. Ja, und dann entsteht halt x² plus 2 mal dx, dx² durch a. Jetzt ziehe ich davon y gleich x² durch a ab. Ja. Dann bleibt übrig, dy zu dx ist gleich 2x plus dx durch a. So, jetzt würde man natürlich gerne sagen, dieses dx verschwindet ja dann. Ja, und dann steht da 2x durch a. Andererseits hat man aber vielleicht ein nicht so gutes Gefühl dabei, dass man dann ja eine 0 in den Nenner kriegt auf der linken Seite der Gleichung. So, also das ist jetzt quasi das Dilemma, in dem der Leibniz steckt. Auf der rechten Seite käme es ihm ganz gut, wenn das dx 0 wäre. Und auf der rechten, linken Seite käme ihm das aber nicht so gut. Und der Ausweg, und das hat er sich von... Er malt einfach ein Dreieck hin, was nicht verschwindet. Also dieses Dreieck hier, um das es ihm ja eigentlich geht, das Steigungsdreieck dx, dy, da will er ja jetzt sagen, wenn das dx x beliebig klein wird und irgendwann verschwindet, dann hat das halt als Steigung genau 2x durch a. So, und jetzt malt er ein anderes Dreieck dazu, was nicht verschwindet. Und das nennt man das charakteristische Dreieck. Das ist dieses Dreieck ax1, y1. Das ist ähnlich zu diesem oberen Dreieck, weil man zeigen kann, dass alle Winkel gleich sind, aber das verschwindet nicht. Selbst wenn der Punkt da immer weiter auf der Kurve geht, das Dreieck bleibt da. Jetzt argumentiert Leibniz mit dem, was man das Kontinuitätsgesetz nennt, nämlich, wenn irgendein stetiger Übergang in einer gewissen Grenze endet, soll es erlaubt sein, ein gemeinsames Denkgesetz zu begründen, in dem die letzte Grenze mit umfasst werden soll. So, jetzt betrachten wir das Hilfsdreieck. Das Hilfsdreieck entsteht durch die Verlängerung der Seite y2, y1 bis zum Punkt t auf der Achse ax2. Das Hilfsdreieck tx1, y1 hat dieselben Winkel wie das Differentialdreieck, ist ihm also ähnlich. Jetzt wird der Punkt y2 auf der krummen Linie, in unserem Beispiel auf der Parabel, auf den Punkt y1 zubewegt. Was geschieht? Der Punkt t wandert auf der Abszissenachse ax2 hin oder her, während die Seite x1, y1 fest bleibt. Aber immer bleiben das Differentialdreieck und Hilfsdreieck einander ähnlich. Falls das letztere kein Dreieck bleibt,
muss man neu überlegen. Wenn jetzt der Punkt Y2 mit dem Punkt Y1 zusammenfällt, dann liegt genau jene Situation vor, die durch dieses Kontinuitätsgesetz beschrieben ist. Das Hilfsdreieck überlebt gewissermaßen den Zusammenfall von Y2 mit Y1, denn da seine Seite X1, Y1 unveränderlich ist, verschwendet es nicht, sondern bleibt erhalten. Dieses Hilfsdreieck TX1, Y1 stellt also das gemeinsame Prinzip dar, dass sowohl das kleiner werdende Differentialdreieck als auch dessen Verschwinden im Sinne von diesem Kontinuitätsprinzip mit erfasst. Jetzt sind aber beide Dreiecke ähnlich, also gilt dy2 geteilt durch y1d ist dasselbe wie dy durch dx. Das war nach Definition so. Und das ist wieder gleich x1, y1 durch tx1. Leibniz weiß jetzt schon, dass dy dx gleich 2x plus dx durch a. Jetzt sagt er insgesamt, aha, also ist auch das Verhältnis in diesem letzten charakteristischen Dreieck, was erhalten bleibt, wenn dy und dx, dieses Differentialdreieck verschwindet, immer noch 2x plus das nun verschwundene dx durch a, also 2x durch a. Und damit hat er dann die Ableitung bestimmt. So, wie ist das bei Leibniz mit der Vorstellung zum Infinitesimalen? Das ist so ein bisschen verworrener. Der Volkert hat zunächst mal drei Vorstellungen unterschieden. Unendlich klein heißt einfach nichts anderes als vernachlässigbar. Da gibt es so ein paar Argumentationen im Werk von dem Leibniz, wo der einfach schreibt, naja, zum Beispiel am Sternenhimmel kann ich die Erde einfach als einen Punkt annehmen, weil im Vergleich zum ganzen Sternenhimmel ist sie so klein, dass sozusagen der Durchmesser vernachlässigbar ist. Oder wenn Sie sich irgendwo vorstellen, Sie stehen ja und halten eine Apfelsine in der Hand und setzen das in das Verhältnis zur ganzen Erde, dann ist das quasi ein Punkt. Also das ist so klein, dass es darauf dann nicht ankommt. Oder die Zahl der Apfelsinen, die Sie nehmen müssen, bis Sie damit einmal die Erde umrunden können, die ist so groß, dass man einfach sagen kann, naja, das ist eigentlich faktisch unendlich. So. Dann gibt es auch sowas wie Unendlichkeit im Sinne einer Grenzwertauffassung mit gegen Null konvergierend. Das ist hier im Originalwortlaut auch wiedergegeben, dass die unvergleichlich kleinen Größen keineswegs konstant und bestimmt sind, dass sie vielmehr, da man sie so klein einnehmen kann, als man nur will, in geometrischen Erwägungen dieselbe Rolle spielen wie unendlich kleine im strengen Sinne. Da will er auch wieder sagen, also ich glaube eigentlich nicht wie Cavalieri daran, dass das Kontinuum aus lauter Atomen zusammengesetzt ist. Aber man kann halt die Dinge so klein machen, dass man im Prinzip damit so rumtun kann, als wäre das so. Und die dritte ist einfach, ja, die Differentiale kann man halt algebraisch als Null behandeln, obwohl sie in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Das wäre hier sozusagen das Argument, obwohl das dx eigentlich in einem bestimmten Verhältnis zum dy steht, kann ich trotzdem sagen, hier kommt das eigentlich als Null vor. Dann hat man etwas später noch, also es sind dann Teile von Leibniz, Sachen sind quasi erst im Nachlass, dann sehr, sehr viel später bearbeitet und herausgegeben worden. Das ist ja auch alles auf Latein und so, das muss man ja erst mal lesen. Und da hat man ein Manuskript aus 1676, ist quasi erst, ich glaube, 1993 erstmals herausgegeben worden. Und da steht folgender Satz drin. Da hat er halt irgendeinen Satz beschrieben, wo es im Prinzip um die Integration durch Summation geht. Und hier links daneben ist auch ein zugehöriges Bild. Das ist jetzt nicht genau Ober- und Untersummen, aber so ähnlich argumentiert. Die Argumentation ist da immer, ich nehme quasi hier an dieser Stelle das Rechteck, das als Höhe diesen Wert hat, die gestrichelte Linie in jedem dieser Bereiche. Und jetzt fragt er, was ist eigentlich der Fehler? Jetzt könnte man sagen, der Fehler ist eigentlich immer dieses, so ungefähr dieses Dreieck, was hier oben drüber liegt. Ja, das ist eigentlich so ungefähr der Fehler, beziehungsweise plus das Dreieck, was hier liegt. Ne? Das hier ist zu wenig und das hier ist zu viel. So, hier ist wieder zu wenig und zu viel. So, und jetzt sagt der Dings, naja, also ich bin mal ganz großzügig und sagt, der Fehler ist aber höchstens so groß wie das ganze Rechteck.
Und wenn ich die alle zusammenschiebe, dann habe ich als Fehler genau die Höhe mal. Und jetzt wird es aber wieder infinitesimal. Weil wenn ich, es hindert mich ja niemand, das so schmal zu machen, wie ich will. Und damit kriege ich den Fehler immer weg. Und rechts sagt er dann, gibt er dann folgende Argumentation, zeigt, dass eine krummlinig begrenzte Fläche durch eine geradlinig begrenzte treppenförmige Fläche beliebig genau angenähert werden kann. Beliebig genau heißt, der Fehler kann kleiner als jede vorgegebene positive Zahl gemacht werden. Und das ist schon eine Aussage, die unserer modernen Grenzwertvorstellung verdammt nahe kommt. Jedenfalls wird kein E-Oberstufenschülerin heute im deutschsprachigen Raum noch mit einer genaueren Formulierung als das hier konfrontiert. Wenn es um Grenzwerte geht, wenn Ihnen das nicht reicht, dann hilft nur noch die Epsilontik aus dem ersten Semester weiter. Auf die werden wir uns aber nicht mehr einlassen. Wir machen noch mal kurz Schnitzelpause und dann geht es noch ganz kurz ausblickhaft in die Geschichte der Stochastik herein.